Leute aus Kleve kennen die Gaststätte oben Vier Winden. Und dahinter steht noch eine alte Doppelgarage, Baujahr 1936. Und da ist es begonnen, klassisch. Dann umgezogen ein Stückchen weiter am Klever Schlachthof oben, am Hellingsbüschchen. Und von da ist mein Senior dann, mein Vater, also 1970, 72, hier runter und hat den Standort hier angefangen aufzubauen. Und ist dann wirklich von einem Zwei-Mann-Unternehmen dann bis jetzt also mit all unseren Partnern zusammen auf rundweg 150 Leute gewachsen. Ist für den Bereich Dachdecker doch schon im obersten Drittel anzuordnen. Also Bedarfsunternehmen in unserer Größenordnung gibt es vielleicht 5 oder 6. Da haben wir also den gleichen Standort in gleicher Größenordnung noch in Erfurt seit 1997. Sind hauptsächlich im Industriebau tätig, wo wir also wirklich auch ein großes Volumen an Leistung Quadratmeter.